Meine Damen und Herren, heute geht es ans Eingemachte. Heute werden wir den Formalismus, den ich Ihnen versucht habe zu erklären, den Tensorformalismus für die Berechnung der Bewegung von starren Körpern, voll auskosten sozusagen, sodass Sie sehen, was man damit also wirklich Nützliches anfangen kann. Bisher haben wir ja nur so ein bisschen hineingeschnuppert und immer so gerade eine Komponente betrachtet und uns gedacht, es genügt uns schon, wenn wir ja eh nur die Rotation um eine bestimmte Achse. Jetzt wollen wir also diese Beschränkung fallen lassen und wollen dem starren Körper alle seine Möglichkeiten geben. Und da zeigt sich, dass er also ganz schön viele hat. Und das werden wir in der heutigen Vorlesung hoffentlich durchbringen. Natürlich nicht in allen Details. Die Eulerschen Kreiselgleichungen werden wir nicht einmal im Detail aufstellen und schon gar nicht lösen. Es ist ja hier das erste Semester. Sie sollen die Dinge kennenlernen. Aber wenn Ihnen jemand sagt, hast du schon einmal was von den Eulerschen Kreiselgleichungen gehört? Dann werden Sie sagen, ja, gehört habe ich was davon, weiß auch, was man damit machen kann. Aber wenn es dann wirklich darum geht, es im Detail zu behandeln, ja, dazu ist so nicht der richtige Ort. Da kann man sich dann eben genauer damit auseinandersetzen und weiß aber schon, wo das hingehört sozusagen. Das ist es, was mir wichtig ist. Also, wir sprechen heute über die Rotation um freie Achsen. Und neben den Erläuterungen, die ich Ihnen jetzt also geben möchte, wird es also, wie Sie sehen, auch einige Experimente geben, von denen Sie noch nicht alle gesehen haben in den Methoden. Also hoffentlich bringen wir das alles zu Wege. Worüber wir hier insbesondere sprechen werden, ist, wie wir also bei einer beliebigen Rotation eines starren Körpers die Zusammenhänge darstellen können. Wir betrachten also jetzt nicht die Rotation eines starren Körpers um eine bestimmte Achse, das wissen Sie schon, wie das geht. Das haben wir also gestern behandelt. Sondern um seinen Schwerpunkt. Weil Translation betrachten wir ja nicht. Das heißt, sein Schwerpunkt muss ein raumfester Punkt sein, sprich ruhen in Bezug auf das Inertialsystem, auf das sich die ganze Geschichte bezieht. Das nennt man halt oft das raumfeste Koordinatensystem, obwohl dann nicht klar ist, an welchem Raum das eigentlich fest ist. Ein Inertialsystem, relativ zu dem sich das alles dreht. Nicht? Und sonst gibt es keine Einschränkungen. Nur die Drehachse muss dann natürlich immer durch den Schwerpunkt durchgehen, wenn der Schwerpunkt ein raumfester Punkt ist. Und die Drehachse ist ja dann auch jeweils eine Gerade, auf der lauter Punkte sich befinden von dem Körper, die sich nicht bewegen. Naja, und wieder geht es also darum, damit man dann eine Dynamik betreiben kann, den Zusammenhang zwischen L und Omega herzustellen. Und der lautet, wie Sie ja wissen, L-Pfeil ist I-Schlange mal Omega-Pfeil. Ich habe das also in verschiedenen Formen aufgeschrieben. Jetzt schreibe ich es einmal so auf und meine damit, dass das also hier jetzt die Matrizenschreibweise ist. Vor Ihrem geistigen Auge entsteht diese Darstellung, das ist auch da gestanden vor ein paar Tagen, dass also das L1, L2, L3 gleich diese ganze 3x3 Matrix mal Omega 1, Omega 2, Omega 3 da hier steht. Das ist das, was mit dieser Darstellung hier angedeutet werden soll. Und jetzt kommt schon eine sehr wichtige Überlegung, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich diese Komponenten des Trägheitstensors, diese I, I, J, alle anschauen. Da haben Sie ja gesehen,
das sind so Integrale über den ganzen starren Körper, über seine Volumens- bzw. Massenelemente. Und nun ist es aber so, dass dieser starre Körper ja eben rotiert, und zwar wie er will, nur halt sein Schwerpunkt muss festbleiben, ne? Logisch. Das heißt aber, wenn Sie sich jetzt bei der Berechnung des Trägheitstensors auf das Naheliegende beziehen, nämlich auf dieses raumfeste Koordinatensystem, das also verankert ist eben in dem Inertialsystem relativ zu dem sich der Körper heute halt dreht, nicht? Dann werden diese Komponenten IIJ alle zeitabhängig werden. IGIT hätte ich fast gesagt, obwohl ich das Wort gar nicht leiden kann. Nicht? Weil, wenn sich dieser Körper dreht und Sie machen so ein Volumensintegral, dann liegt das Volumen immer wieder anders. Das heißt, Sie kriegen da einen zeitabhängigen Trägheitstensor. Das ist äußerst unpraktisch. Natürlich gewinnt man andererseits mit diesem raumfesten Koordinatensystem den Vorteil, dass, wenn kein äußeres Drehmoment wirkt, der Drehimpulsvektor raumfest bleibt. Aber nicht einmal das ist so ein großes Goodie. Weil wer sagt denn, dass nicht ein äußeres Drehmoment wirken kann auf diesen Körper? Wir werden darüber sprechen und das führt dann zu einer bestimmten Art der Bewegung, nämlich der Präzession des Kreisels. Also selbst das gewinnt man nicht. Das heißt, es ist echt schlecht. Dieses raumfeste Koordinatensystem, das wir also bisher eigentlich immer betrachtet haben, also das ruht in dem Inertialsystem relativ zu dem sich dieser starre Rotator, dieser starre Körper dreht. Nicht? Das ist eigentlich nicht besonders. Weil alle Komponenten da drinnen, die Komponenten von L, von Omega und alle 9 IIJ, werden im Allgemeinen sich laufend ändern. Na, das ist wirklich, so kann man nicht arbeiten. Und da kommt also jetzt die Idee, die an sich zunächst einmal merkwürdig erscheint, und zwar die, dass man die Sache dadurch verbessern kann, dass man von dem raumfesten auf ein körperfestes Koordinatensystem übergeht. So ein Koordinatenkreuz, nicht, mit E1, E2, E3, den einzelnen Basisvektoren, die die Koordinatenachsen aufspannen, die an dem starren Körper verankert sind. Und wenn der jetzt irgendwie sich dreht, in irgendeiner Weise, dreht sich das mit. Naja, wird man sich also jetzt denken, Gott, wie soll denn das funktionieren? Aber es funktioniert immerhin besser, als wenn man dieses raumfeste Koordinatensystem verwendet. Wir machen also einen Übergang. Sprich, eine Transformation zu dem körperfesten Koordinatensystem. Was bringt uns das? Wenn so ein Koordinatenkreuz, und wir wollen jetzt immer von so kartesischen, orthonormalen Koordinatenkreuzen reden, die man ja die meiste Zeit, wo es heute irgendwie geht, weil es so einfach ist, jetzt einmal verwenden wollen. Wenn das mit dem Körper verankert ist, dann können Sie sich das so vorstellen, dass also aus dem Körper, unser Erdäpfelkörper, unser allgemein geformter, da so in den verschiedenen Richtungen da so Achsen herausschauen, die an dem verbunden sind. Und wenn sich der so dreht, drehen sich die Achsen mit. Was bedeutet das aber? Wenn Sie jetzt in dem Koordinatensystem sich wieder durch die Durchführung dieser Integrale über die Volumenselemente des Körpers oder die Massenelemente, diese Integrale über V irgendwas dm, Sie haben das sicher noch irgendwie im Kopf und auch mitgeschrieben,
damit man sich eben diese IIJ von dem Trägheitstensor ausrechnen kann. Wenn Sie das jetzt machen, in Bezug auf das körperfeste Koordinatensystem, wo diese Koordinaten sich ja mit dem Körper mitbewegen, dann ruhen sie ja relativ zu dem Körper. Wie auch immer, der taumelt im Raum, aber die Koordinaten taumeln mit. Das heißt also, jetzt erreicht man damit natürlich, dass alle neuen IIJ von I11 bis I33 zeitunabhängig werden und nur mehr charakteristisch sind für die Eigenheiten dieses speziellen Körpers. Die Frage war, ob denn jetzt überhaupt, wenn man solche Koordinaten verwendet, noch eine Rotation des Körpers da ist. Jawohl, weil, und das, Sie nehmen mir eigentlich das Wort aus dem Mund, man macht ja nichts, gut, weil wir nämlich an der konkreten Situation gar nichts ändern wollen. Also zum Beispiel der Vektor der Winkelgeschwindigkeit, das Omega-Pfeil, soll nach wie vor, auch wenn wir so eine Transformation machen, die Rotation dieses starren Körpers relativ zum raumfesten System darstellen. Und der Drehimpulsvektor L, der dort auch steht, nicht, soll nach wie vor den Drehimpuls aus der Sicht des raumfesten Koordinatensystems darstellen. Also der Körper rotiert nach wie vor relativ zu dem Inertialsystem. Und dieses rotierende System, wo das körperfeste Koordinatensystem angehängt ist, ist ja auch gar kein Inertialsystem im Allgemeinen. Weil so rotierende Systeme, das haben wir schon gesehen, sind ja keine Inertialsysteme. Da gibt es Fliehkräfte und so, alles Mögliche halt. Das heißt, das wäre ja auch sehr ungeschickt. Es ist nur eine Darstellung aller dieser Vektoren, des Drehimpulses, der Winkelgeschwindigkeit und so weiter, die ungeändert bleiben, mit Hilfe eines anderen Koordinatenkreuzes. Die Vektoren als solche und auch der Tensor als solcher bleiben, was sie sind. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Tensoren, dass sie eben, und Vektoren sind auch Tensoren erster Stufe, dass sie eben selbst bleiben, was sie sind, auch wenn man das Koordinatenkreuz, auf das sie sich beziehen, verändert. Dann ändern sich natürlich die Komponenten der Vektoren, aber wenn sie sich auch auf ein anderes Koordinatenkreuz beziehen, bleibt der Vektor, was er ist. Und das hat sich nur, wie ich schon oft irgendwie gesagt habe, unter seinem Hintern weggedreht, gewissermaßen. Können Sie sich das vorstellen und beantwortet das auch Ihre Frage? Können sich das auch alle anderen vorstellen? Die physikalische Realität, die wir beschreiben, bleibt die gleiche. Wir beschreiben sie aus einem anderen Gesichtspunkt. Und ich meine, gar so dumm ist ja das gar nicht. Weil wenn Sie sich zum Beispiel jetzt die Erde als einen starren Rotator vorstellen, so ganz starr ist sie nicht, aber für viele Zwecke starr genug, dann haben wir ja genau das System. Wir stehen da, rotieren mit, haben unser körperfestes Koordinatensystem und schauen uns rundum und um an, was alles passiert. Ne? Also so gesehen, so ganz absurd ist die Idee nicht. Und der Hauptzweck, warum man sich das antut, ist eben, weil dann in dieser Beziehung, wenn man eine Transformation aufs körperfeste Koordinatensystem durchführt, die alle die Komponenten sich so ändern, dass jedenfalls die neuen Komponenten von dem Trägheitstensor konstant zeitunabhängig werden, weil sich das eben alles mitdreht mit diesem starren Körper. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die kann man sich dann einmal ausrechnen und fertig. Sie sind dann charakteristisch für den Körper. Alle IIJ sind während der Rotation konstant. Also in dem System sind alle IIJ, das sind also 9 Stück, aber weniger unabhängige, weil der symmetrisch ist, alle IIJ sind während der Rotation
konstant. Aber natürlich kein Vorteil ohne Nachteil. Dafür taumelt aus der Sicht dieses körperfesten Koordinatensystems auch ein raumfester Drehimpuls dann herum. Weil den sehe ich ja aus meiner Perspektive und da wandert der irgendwie herum, obwohl er aus der Sicht des Inertialsystems dann natürlich konstant bliebe, wenn kein äußeres Drehmoment herrscht. Naja gut, das muss man halt in Kauf nehmen, aber das ist wesentlich weniger dramatisch. Deswegen ist also dieses körperfeste Koordinatensystem ein Vorteil. Ich möchte an der Stelle auch für all jene, diejenigen unter Ihnen, die also nicht in der Tensorrechnung sind, sagen, an der Stelle können Sie besonders deutlich erkennen, jetzt schon hier, wie wichtig dieses Konzept der Tensorrechnung ist. Man kann auf unterschiedliche Bezugssysteme gehen. Die Koordinaten, also die Komponenten von L und Omega und auch die Matrixelemente dieses Trägheitstensors werden sich ändern. Aber die Größen als solche, der Vektor als Pfeil, das L-Pfeil und das Omega-Pfeil im Raum, ändern sich nicht. Und jede solche indizierte Größe, die diese Eigenschaft hat, dass sie sich richtig transformiert, wenn man einen Wechsel des Koordinatensystems vornimmt, die nennt man einen Tensor. Deswegen sind die Tensoren so wichtig für die Physik. Also ganz grob gesagt, das hat mir einmal ein Physikprofessor, wie so ungefähr in Ihrem Alter, ein bisschen später, war gesagt in der Vorlesung, Tensoren, zweiter Stufe, sind einfach Matrizen mit dem richtigen Transformationsverhalten. Dass sich also die Komponenten, die da drinnen stehen, des IIJ, richtig verändern, wenn man transformiert, weil sich ja auch die Komponenten von L und Omega transformieren und der Zusammenhang soll ja wieder richtig bleiben. Daher ist diese Transformation ganz wichtig, sonst passt es alles hinten und vorne nicht. Das ist die Idee des Tensorbegriffs. Also das ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, das können Sie sich da durchaus vorstellen. Wir führen das aber nicht im Einzelnen durch, weil das natürlich ein bisschen umständlicher ist. Aber jetzt, das ist noch nicht genug. Ich komme jetzt mit noch was daher. Wenn wir schon beim Transformieren sind, dann wollen wir es machen, so gut wir können. Und solange man also nur sagt, ich gehe auf ein körperfestes Koordinatensystem über, gut, habe ich schon viel gewonnen. Weil dann, wie gesagt, die Komponenten des Trägheitstensors konstant werden. Aber ich kann es besonders gut machen. Es zeigt sich nämlich, hoch die Mathematik, die haben das also alles bewiesen, dass für reelle, symmetrische Matrizen es immer die Möglichkeit einer Hauptachsentransformation gibt. Man kann ein optimal gewähltes, orthonormales Koordinatenkreuz wählen, jetzt innerhalb dieses starren Körpers. Es gibt ja noch verschiedene Möglichkeiten. Sie haben den starren Körper, aber wo Sie jetzt Ihre Achsen rausschauen lassen aus dem Körper, bleibt Ihnen ja unbenommen. Da ist ja noch eine Freiheit vorhanden. Und man kann also für reelle und symmetrische Matrizen, und das ist dieses IIJ, wir haben gesehen, es ist symmetrisch und es sind auch keine komplexen Zahlen drin, sondern das sind alles reelle Integrale. Also das ist eine reelle und symmetrische Matrix. Da kann man, und wie man das tut, macht, sagt die Mathematik. Das ist alles so toll ausgearbeitet. Das hören Sie alles in der Algebra, falls Sie es nicht schon gehört haben. Man kann also auf ein Hauptachsensystem transformieren, das so beschaffen ist, dass dann von dem Trägheitstensor nur mehr die Diagonalelemente überbleiben und alles andere Null wird. Sie denken, wow, das muss aber kompliziert sein. Und wie macht man sowas? Und das ist alles so unübersichtlich. Das ist es in der physikalischen Praxis meistens gar nicht. Denn wenn Sie, was ja häufig der Fall ist, nicht mit so Erdäpfelkörpern operieren, sondern mit Körpern, die man halt vernünftig zum Rotieren verwendet, also axial symmetrisch, zylindrisch oder irgendwie, ein Radl macht man ja nicht wie ein Erdäpfel,
sondern das hat natürlich eine Symmetrieachse. Also gut, das, Sie verstehen, was ich meine. Auch Kreiselkörper, wenn man die so anwirft, die haben ja eine Symmetrieachse. Die schauen was gleich sozusagen. Man arbeitet ja nicht mit Erdäpfeln, um Kreiselbewegungen anzuschauen. Nicht? Also wenn ein Körper symmetrisch ist bezüglich einer bestimmten Achse, na dann wird das mit Sicherheit eine der Hauptträgheitsachsen sein. Blöd wird man sein, wenn man ein anderes körperfestes Koordinatensystem wählt als das, wo eine der drei Achsen in der Symmetrieachse, das ist ja klar, das verstehen Sie sicher, dass man da nicht eine Achse so schief rausschauen lässt aus dem Kreisel, wenn der eh so schön symmetrisch ist. Und da wird man natürlich meinetwegen die Z-Achse oder was weiß ich, durch diese Achse durchlegen. Und wenn das also dann symmetrisch ist, also der hat eine solche Symmetrieachse und dann ist er rundherum und symmetrisch, na dann ist es gar nicht wichtig, wo die anderen zwei sind. Eine geht durch die Symmetrieachse, die anderen können es legen, wie sie wollen, es wird alles ein Hauptachsensystem sein. Das heißt, in den allermeisten Fällen werden Sie, wenn Sie das anders sich geschickt überlegen, auf gar keine andere Idee kommen, als ein solches Koordinatensystem zu wählen. Und, aber um von einem beliebigen, wir wollen jetzt zunächst allgemein aufziehen, von einem beliebigen Körperfesten auf ein Hauptachsensystem zu kommen, das man auch für Erdäpfelkörper dann bestimmen kann, das geht immer, aber halt besonders leicht und übersichtlich, wenn man da symmetrische Körper hat, dann hat man nachher eine Situation, wo der Trägheitstensor eine Diagonalgestalt hat. Also, Transformation folgt, dass der Trägheitstensor IIJ als Matrix geschrieben nur mehr drei Komponenten hat. Na, das ist praktisch. Damit wird das Ganze ja auf einmal recht übersichtlich. Nämlich IA, IB und IC und alles andere ist Null. Das lässt sich immer erreichen. Und natürlich vor allem leicht zu erkennen für symmetrische Körper, da weiß man, wie die Geschichte liegen muss. Und wenn es nicht symmetrisch sind, gibt es auch eine solche Hauptachsentransformation. Aber da sieht man es dem Erdäpfel nicht sofort an, wo da die erste, die zweite und die dritte Hauptachse sein wird. Aber sie werden auch wieder alle aufeinander senkrecht stehen. Das ist ganz toll, dass das so geht. Ne? Da sind die Mathematiker auf was Schönes draufgekommen. Ne? Aber ich möchte schon auch wieder dazu sagen, die physikalischen Erfordernisse haben dazu geführt, dass also die Physiker schon herumgepfuscht haben, wie man denn das wohl am besten machen kann. Und dann sind die Mathematiker gesagt, so kannst du das nicht machen. Also machen wir eine Transformation und das muss unter genau bestimmten Bedingungen. Na wunderbar, dann hat man jetzt also ein wirklich gut fundiertes, eine Methode, über das ich im Einzelnen gar nicht sprechen möchte. Und man kann also durch Wahl der Achsen, welches die erste, die zweite, die dritte Achse ist, auch noch bestimmen, damit alles eindeutig wird, dass die so angeordnet sind, dass IA kleiner gleich IB, kleiner gleich IC ist. Und das sind die Hauptträgheitsmomente. Die Hauptträgheitsmomente eines an sich beliebig geformten starren Körpers. Na, das ist doch schon mal was. Naja, so weit ist einmal klar. Wenn alle drei verschieden sind, dann ist das ein unsymmetrischer Kreisel. Das, also der Erdäpfelkörper. Nicht? Also das wollen wir nicht so oft, das wird nicht so oft vorkommen. Wenn zwei gleich sind, dann ist das ein symmetrischer Kreisel. Denken Sie an so einen Zylinder. Eins ist in der Achse, also das da ist in der Achse und die anderen zwei
egal wo das rausschaut, das eine und das andere ist gleichberechtigt. Also ein Trägheitsmoment ist innerhalb der, bezieht sich auf die Zylinderachse und die anderen zwei auf Achsen, die quer zum Zylinder verlaufen. Und da ist Ihnen dann klar, das wurscht, wie das liegt. Das ist immer das gleiche Trägheitsmoment. Beim Trägheitsmoment längs einer solchen Achse geht es ja wieder um dieses Integral r Quadrat dm. Und das schaut dann gleich aus, wenn das so symmetrisch ist. Also, und wenn das ist dann ein symmetrischer Kreisel und wenn gar alle drei gleich sind, das ist wieder entsprechend besonders speziell. Das nennt man dann einen Kugelkreisel. Aber zum Beispiel ein würfelförmiger Körper ist auch ein Kugelkreisel, weil auch in allen drei Raumrichtungen dann die gleichen Hauptträgheitsmomente sind. Also nicht nur Kugeln sind Kugelkreisel, sondern alles, wo die drei gleich sind, das sind Kugelkreisel. Und das richtet sich halt dann auch eben, wie der Körper ausschaut. Also das ist jetzt dann wirklich etwas, wo dieser Trägheitstensor eben charakteristisch ist für die entsprechende Form und die Massenverteilung innerhalb dieses Körpers. Naja, und in diesem Hauptachsensystem, und nur bei dem bleiben wir jetzt, das ist ein körperfestes Koordinatensystem, angeheftet an den rotierenden Körper, und zwar so, dass also das so gewählt ist, dass der Tensor so ausschaut. Übrigens, jetzt sollte ich mal kurz unterbrechen. Verstehen Sie, was ich da meine? Haben Sie irgendwelche Verständnisprobleme? Fragen Sie mich. So ganz, ganz einfach ist es nicht. Ein bisschen muss man da schon mitdenken, natürlich. Ja. Ja. IA, IB, IC, das ist I1, 1, I2, 2 und I3, 3 im Hauptachsensystem. Dann berechnet sich es gleich. Und alle anderen in dem Hauptachsensystem, kann man auch gleich berechnen, werden automatisch 0. Das ist eben die geschickte Wahl des Hauptachsensystems. Es ändert sich nichts an der Definition des Trägheitstensors damit, sondern wir wählen halt das bestmögliche Koordinatenkreuz aus, auf das wir uns beziehen. Und dann können wir bewirken und erzwingen, dass der so ausschaut. Dann hat der ganze starre Körper nur mehr drei Bestimmungsstücke. Das ist ja spitze. Na, weniger geht nicht mehr. Aber immerhin das geht. Da wird ja nichts null. Die drei, die werden nicht null. Ja, es zeigt sich eben, dass man das erreichen kann. Algebraisch zeigt sich das, dass man durch geeignete Wahl des Koordinatensystems für symmetrische, reelle Matrizen immer erreichen kann, wenn man es richtig macht, das richtige System wählt, dass sie so ausschauen. Das ist eben so. Und das bitte ich Sie mir zu glauben. Das haben die Mathematiker lang schon bewiesen und das stimmt, Gott sei Dank. Die Frage war, warum sind die jetzt so, dass das eine kleiner als das andere und so weiter ist. Das ist nur eine Frage der Achsenbezeichnungen. Ich bezeichne die Achsen dann noch so, dass das so herauskommt. Damit habe ich mich jeglicher Freiheit benommen. Das ist jetzt eindeutig. Das Hauptachsensystem, da ist noch nicht gesagt, welches E1, E2 und E3 ist. Und wenn ich den noch richtig wähle, dann steht es so da. Mache ich's. Ja, das gibt nur eins, wo das funktioniert. Und damit es halt alles schön eindeutig ist, das ist eine Konventionssache. Wenn es nicht so macht, passiert auch nichts. Aber das ist halt so, ist es irgendwie einheitlich und eindeutig. Ja? Also ich hoffe, dass ich Sie nicht verschrecke mit solchen Sachen. Aber wenn man das einfach akzeptiert, dass das eben geht, dass man so eine Hauptachsentransformation macht, na, dann ist ja alles schön. Ich sage Ihnen gar nicht, wie man das macht, weil ich Ihnen ja schon gesagt habe, in der physikalischen Realität ist meistens eh klar, wie diese Hauptachsen liegen müssen. Da kommt ja gar niemand drauf, es anders zu machen. Nur für einen allgemein geformten Körper wissen Sie das nicht so genau.
dann müssen Sie diese Hauptachsentransformation durchführen, so wie sie in der Mathematik Ihnen sicher in gar nicht so langer Zeit vorgestellt wird. Und dann werden Sie sich denken, ah, jetzt wissen wir schon, warum man das macht. Wenn man das vorher noch nicht motiviert hat, dann kommt einem das so vor, wen um Gottes Willen interessiert das, ob ich das jetzt auf eine Diagonalgestalt bringen kann. Mein Gott, was sich die Mathematiker alles ausdenken. Nicht? Aber da sehen Sie jetzt schon, das ist sehr, sehr wichtig und da hat man was davon. Gut. Jetzt wollen wir aber ein bisschen damit arbeiten, damit wir dann eben auch damit was anfangen können. Das Ganze soll ja jetzt nur nicht so eine Art Selbstbefriedigung sein, sondern wir wollen ja was haben davon. Und da wollen wir also, um das also jetzt auswerten zu können, eben auf das Hauptachsensystem übergehen. Und diese Hauptachsen bezeichnen jetzt nicht mit X, Y, Z und nicht mit 1, 2, 3, sondern mit A, B, C, so wie das da schon angedeutet ist. Also die Komponenten im Hauptachsensystem, die Komponenten etwa des Winkelgeschwindigkeitsvektors, die lauten jetzt Omega A, Omega B und Omega C. Verstehen Sie? Beziehen sich auf die Achsen, was unsere Hauptachsen sind. Und nachdem also das eben aus der Sicht dieses rotierenden Körpers angeschaut wird, kann sich das auch laufend ändern, diese Achsen. Ja? Gut. Und dann außerdem haben wir auch den Drehimpuls, L-Pfeil. Der wird entsprechend, na was soll er denn sonst haben? LA, LB und LC als Komponenten haben in Bezug auf das körperfeste Hauptachsensystem. Und wenn Sie sich also jetzt vorstellen, wir haben kein äußeres Drehmoment, daher wird der Drehimpulsvektor raumfest sein, heißt das nicht, meine Damen und Herren, dass die drei konstant sein werden, weil sich die ja auf die körperfesten Hauptachsen beziehen. Und wenn sich der Kreisel dreht, dann wird ein raumfester Drehimpulsvektor laufend andere Komponenten kriegen. Jetzt werden Sie sich sagen, na, da haben wir uns was angefangen. Immer noch besser, weil wir jedenfalls konstante Komponenten bei dem Trägheitstensor haben. Das ist wichtiger. Deswegen tut man sich das an. Ohne diese Transformation auf das körperfeste Hauptachsensystem könnte man gar nicht bestimmte kompliziertere Kreiselformen überhaupt berechnen. Es ist in vielen Fällen, und das ist schon ein gutes Beispiel dafür, wirklich sozusagen eine Überlebensfrage für die Lösung irgendwelcher Probleme, dass man das richtige, angepasste Koordinatensystem wählt, weil ansonsten die Dinge derart an Komplexität gewinnen. Sie werden immer komplexer, das ist ja kein Gewinn, und dass man es dann nicht einmal ordentlich berechnen kann. Die Wahl des richtigen Koordinatensystems ist in vielen Fällen ausschlaggebend. Und damit man das immer schön wählen kann, muss man wissen, wie man transformiert. Und da kommt dieser Tensorbegriff hinein. Weil bei dem geht es gerade darum, dass man eben Größen hat, die sich richtig transformieren, wenn man eine Basisvektor- oder Koordinatentransformation durchführt. Ich hoffe, anhand dieses Beispiels, dass Sie auch sehen, wie wichtig das für die Physik ist. Und das wird, finde ich, so in den Anfangsgründen, in den ersten zwei Semestern, und Sie sind ja gerade noch im ersten Semester jetzt, und wir freuen uns, dass Sie da sind, viel zu wenig besprochen. Das wird dann oft nachher so aufgepfropft und dann denken Sie oft zu leid, das ist ein Steckenpferd von den theoretischen Physikern, diese blöden Tensoren. In der Praxis braucht es kein Schwein. Das stimmt überhaupt gar nicht, sonst könnten Sie nicht mit Hauptachsen und mit Hauptträgheitsmomenten rechnen. Da ist hier schon dieses tensorielle Verhalten des Trägheitstensors ganz entscheidend. Ich rechne immer mit Ihnen, dass Sie irgendwelche Bedenken, Kommentare, Kritik oder sonst irgendwas mir mitteilen werden. Gut, also wie geht es jetzt mit dem L? Das L ist I Schlange mal Omega.
Und da zeigt sich jetzt, das kann man jetzt leicht ausrechnen. Ich schreibe das jetzt gar nicht im Einzelnen hin. Denken Sie sich das vor Ihrem geistigen Auge. Ich schlange mal Omega. Das Omega hat Omega A, Omega B, Omega C. Das kann man sich hier, wissen Sie was? Das mache ich jetzt nur auf der Tafel und lösche es nachher wieder weg. Ich schreibe jetzt da dazu, das ist falsch, dann, das kann man so nicht lassen. Mal Omega A, Omega B und Omega C. Das ist jetzt nur so eine Hilfsrechnung. Wenn Sie das mit dem multiplizieren, da haben Sie, ich schlange mal Omega, da kommt das L heraus. Und da haben Sie jetzt zum Beispiel das erste, die erste Komponente von L. Erste Zeile mal diese Spalte. IA Omega A plus 0 Omega B plus 0 Omega C. Also bleibt nur stehen IA Omega A. Zweite Komponente des Drehimpulsvektors in dem System. Zweite Zeile mal diese Spalte. 0 mal Omega A plus IB mal Omega B plus 0 mal Omega C. Also steht da nur IB mal Omega B. Nun, jetzt sehen Sie schon, die dritte Komponente ist dritte Zeile mal diese Spalte. 0 Omega A plus 0 Omega B plus IC mal Omega C. Und jetzt lösche ich das sofort wieder weg. Das war nur, dass Sie das schön sehen können, ohne dass ich noch die ganze Matrix nochmal hinschreiben muss. Oder soll ich es noch lassen? Haben Sie verstanden, was ich damit sagen wollte? Wenn Sie sich nicht erinnern und Sie verstehen, jetzt sind Sie selber schuld. Und da sehen Sie jetzt schon ganz klar und deutlich, nämlich, schauen Sie her, die IA, IB und IC werden im Allgemeinen ungleich sein. Jetzt sehen Sie, dass Omega, was Omega A, Omega B, Omega C hat und das L, was IA, Omega A, IB, Omega B und IC, Omega C hat, wird ein Vektor sein, der nicht parallel zu Omega ist im Allgemeinen. Nur wenn alle drei Hauptträgheitsmomente gleich sind, dann könnte man es vorsetzen und dann stellt sich heraus, dass die beiden parallel sind. Aber Sie können aus diesem einfachen Zusammenhang gleich sehen, also schreibe ich her, im Allgemeinen ist L-Pfeil nicht parallel zu Omega-Pfeil. Das ist das, was ich schon früher ganze Zeit betont habe, warum wir überhaupt den blöden Tensorformalismus brauchen, weil L und Omega nicht parallel sind. Jetzt zeigt sich das ganz explizit. Wenn man also dieses Hauptachsensystem nimmt, dann sehen Sie gleich, wie das ausschaut. Ja. Was meinen Sie? Wenn die drei gleich sind. Ja, genau. Also die gleiche Drehung. Ja, aber deswegen werden IA, IB und IC nicht gleich sein. Ja, ich weiß, aber dann kann man vorziehen. Ja, dann können Sie das Omega vorziehen, aber da kriegen Sie wieder einen Vektor, der nicht parallel zu dem ist. Da stehen die IA, IB, IC da drin. Die werden nur dann parallel, wenn die IA, IB und IC gleich sind. Dann können Sie es rausholen und dann steht der Omega-Vektor ist gleich eine Konstante mal wieder dem Omega-Vektor. Das heißt, der L-Vektor, entschuldigen Sie, da fängt es an. Der L-Vektor ist eine Konstante mal dem Omega-Vektor. Dann sind sie parallel, aber nur wenn die drei I alle gleich sind. Das ist beim Kugelkreisel der Fall. Und im Kugelkreiselfall, der einfache Fall mit dem Kugelkreisel, da kann man auf den ganzen Tensorformalismus verzichten. Aber die Welt besteht nicht nur aus rotierenden Kugeln. Und daher muss man auch schauen, dass man den allgemeineren Fall auch besprechen kann. Verstehen Sie? Ist Ihnen das auch klar? Ja. Gut. Also, so weit, so klar, aber das ist noch nicht alles. Es kommen jetzt, wo wir da jetzt einmal so hinein haben,
weitere interessante Aspekte. Man kann nämlich, und da gebe ich Ihnen recht, es kommt darauf an, was für eine Drehachse man verwendet. Man kann jetzt spezielle Drehachsen verwenden. Und das führt uns dann gleich zu dem Experiment, Herr Zirkowitsch, das wir dann gleich machen werden. Aber das muss ich vorher noch durchrechnen. Man kann spezielle Drehachsen verwenden. Na, was würden Ihnen denn da für spezielle Drehachsen einfallen, für, um die dieser Körper kreiseln kann? Na, die Hauptträgheitsachsen. Also zum Beispiel bei so einem Zylinder ist eine Hauptträgheitsachse die Zylinderachse. Nur logisch, das ist ein guter Kandidat, dass um diese Achse gedreht wird. Man kann den Zylinder auch irgendwie taumeln lassen, aber Drehung um die Hauptträgheitsachse, das hat schon einen gewissen Charme. Und die anderen zwei Hauptträgheitsachsen sind dann senkrecht dazu, dann kann man den entweder so oder dann halt anders so drehen oder also um seine Achse drehen. Also ein spezieller Fall, den wir jetzt anschauen wollen, weil er auch praktisch sehr wichtig ist, ist die Rotation um Hauptträgheitsachsen. Da machen wir es jetzt natürlich wieder ein bisschen, jetzt engen wir die Geschichte wieder ein. Jetzt lassen wir ihm nicht mehr die Freiheit, alles zu tun, was er will. Wir wollen einmal schauen, was passiert, wenn er sich um eine seiner Hauptträgheitsachsen oder Hauptachsen rotiert. Also Rotation um Hauptachsen. Und das sind, wie Sie wissen, körperfeste Achsen. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, wie kann der um eine körperfeste Achse rotieren? Ja, ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Nehmen Sie wieder noch einmal den zylinderförmigen Körper. Eine Hauptachse ist in der Achse des Zylinders. Warum soll er sich nicht um diese Achse drehen können? Na, dann rotiert er um eine seiner körperfesten Hauptachsen. Verstehen Sie mich? Das ist doch nicht so schwierig. Das kann er doch ruhig machen. Obwohl an sich man sagt, das System dreht mit und Sie sagen, relativ zu dem kann er ja gar nicht rotieren. Aber wenn man also eine solche Hauptachse jetzt herausnimmt als Drehachse, kann man natürlich um diese Achse ihn drehen lassen. Dann werden natürlich die anderen Hauptachsen auch rotieren. Aber die eine Hauptachse ist dann seine Drehachse. Ja, verstehen Sie das? Man kann da leicht ein bisschen durcheinander kommen. Also Rotation um Hauptachsen. Nur wie schaut denn das dann aus? Da können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit, sagen die Mathematiker, glaube ich, immer noch, nicht? Sagen sie immer noch. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wählt man so und so. Also machen wir das hier auch so, ohne dass ich daraus jetzt eine Mathematikvorlesung machen will, dass wir das Omega-A-Pfeil betrachten, also eine Rotation um die erste Hauptachse. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wählen wir die erste von den drei Hauptachsen, die A-Achse. Dann gibt es eine B- und eine C-Achse und das größte Trägheitsmoment ist bei der C-Achse. Das legen wir so fest. Also dann wird dieses Omega A ein Vektor sein, der im körperfesten Koordinatensystem die Komponenten Omega A 0 und 0 hat. Weil die Drehachse ist parallel zur A-Achse des körperfesten Hauptachsensystems. Daher hat der keine B- und C-Komponente, sondern nur eine A-Komponente. Er zeigt in Richtung der A-Achse. Das ist ja trivial. Wenn er weg, dann nur in der X-Richtung zeigt, hat er nur eine X-Komponente. Das ist ja, und da ist halt nicht X, Y, Z, sondern A, B, C, um anzudeuten, dass das ein körperfestes Koordinatensystem ist, wo die Achsen die Hauptachsen sind, die so gemacht sind, dass der Tensor so ausschaut. Also, Omega A hat diese Gestalt. Jetzt ist es nicht, dass alle drei jetzt was sind, sondern das schaut jetzt so aus, weil wir ja meine Hauptachse rotieren wollen. Und damit kriegen wir jetzt für den Drehimpulsvektor L-Pfeil wieder mit Hilfe dieser Beziehung. Wenn wir also jetzt da daneben, das mache ich jetzt wieder so. Da stelle ich jetzt daneben her
den Vektor Omega A 0, 0. Das sollten Sie sich nicht in Ihr Heft eintragen. Das lösche ich ja immer wieder gleich weg. Ich möchte mir nur immer ersparen, dass ich die ganze Matrix immer wieder aufschreiben muss. Also nehme ich die jetzt her und multipliziere mit dem, dann mache ich ein I-Stern mal Omega. Und das Omega nehme ich jetzt so an, weil es eine Rotation im Hauptachse ist. Jetzt haben wir noch mehr Nullen in dem Ganzen. Jetzt ist es noch einfacher. Das L1 wird sein erste Zeile mal die Spalte. IA Omega A. Plus 0 plus 0. Das L2, zweite Spalte mal der Spalte. 0 mal Omega A plus IB mal 0 plus 0 mal 0 ist 0. Schau. Und die dritte Komponente von L-Pfeil ist die dritte Zeile mal diese Spalte. 0 Omega A plus 0 plus IC mal 0. Nichts wie 0. IA Omega A und sonst 0 und 0. Na, was heißt es denn jetzt? Das heißt, wir haben einen Vektor, der hat nur LA und das LB und LC ist gleich 0. Sehen Sie das? Weil das ist ja 0 und 0. Wir haben nur das LA und sonst ist nichts. Und dieses LA, wie Sie jetzt sehen, ist auch, wenn man dieses konstante IA da herauszieht, mal Omega A 0, 0. Können Sie da alle folgen? Das ist so einfach. Ich habe einfach das IA da rausgeholt, da steht IA mal Omega A 0, 0. Und daraus ergibt sich jetzt, weil das ja wieder das Omega-A-Pfeil ist, das wir kriegen. L-Pfeil ist gleich, in dem Fall, natürlich allgemein I-Schlange mal Omega-Pfeil. Und im konkreten Fall I-A mal Omega-Pfeil. Das heißt, wenn ich da den Trägheitstensor multipliziere mit dem Vektor der Winkelgeschwindigkeit, was wir da ja immer machen, kommt ein Vielfaches des Vektors der Winkelgeschwindigkeit heraus. Sowas nennt man, und das werden Sie also dann auch vielfach hören, sicher in der Quantenmechanik und vorher schon in der Algebra, eine Eigenwertgleichung. Wenn ich einen Operator auf einen Vektor anwende, kommt das Vielfache dieses Vektors heraus. Im konkreten Fall heißt es, dass das Omega A, ja, ich sollte da Omega A-Pfeil herschreiben, weil wir haben ja gesagt, das ist der spezielle, wo da 0 und 0 steht. Dass wenn man also jetzt den Trägheitstensor anwendet auf diesen oder multipliziert mit dem Winkelgeschwindigkeitsvektor, kommt einfach ein Vielfaches davon heraus. Das ist jetzt einfach ein Produkt von zwei Zahlen und nicht von einer ganzen Matrix. Bitte. Müsste es nicht mal LA heißen, weil es dann nur die Rotation ist? Ich habe ja hier wieder, habe ich das LA genannt? Nein, habe ich nicht. Könnte man, muss ich aber nicht. Kann es auch so bezeichnen. Das ist einfach der Drehimpuls, der sich ergibt, wenn man Rotation um die A-Achse betrachtet. Aber es tät nichts schaden, wenn man es Omega LA nennt. Die Frage ist, ob also das L jetzt immer parallel zu dem Omega ist. Ganz richtig. L-Pfeil und Omega-A-Pfeil sind in dem Fall parallel zueinander. Sie haben das völlig richtig erkannt und das ist das Nächste, was ich da stehen habe, dass es an die Tafel schreibt. In diesem Fall ist nicht im Allgemeinen, da nicht, aber in diesem speziellen Fall ist das L-Pfeil parallel zu dem Omega-A-Pfeil. Aber das ist ein spezieller Fall. Wenn Sie also den Zylinder um seine Hauptachse drehen, dann wird der zugehörige Drehimpulsvektor auch in der Richtung zeigen. Wenn Sie ihn aber irgendwie anders drehen lassen, im Allgemeinen werden es unterschiedlich sein. Nicht parallel war, dann könnte ich ja das Koordinatensystem so
Die Frage ist, ob ich durch Koordinatensystemwahl erreichen kann, dass die parallel werden. Nein, durch die Wahl eines Koordinatenkreuzes können Sie nie was an der Physik ändern. Aber wenn Sie das Hauptachsensystem nehmen und jetzt um eine der drei Hauptachsen rotieren, dann zeigt sich, dass eine der wichtigen Eigenschaften dieser Hauptachsensysteme ist diejenige, dass wenn man um diese Achsen rotiert, dass dann L und Omega parallel zueinander wird. Das ist eines der Goodies, die man von diesem Hauptachsensystem hat. Dass wenn man um eine dieser Hauptachsen rotiert, dann der Drehimpuls parallel zum Winkelgeschwindigkeitsvektor ist. Aber im Allgemeinen wird das nicht sein, wann die Winkelgeschwindigkeit eben nicht parallel zu einer Hauptachse ist. Muss es ja nicht sein. Es kann nach wie vor um alles rotieren, aber wenn man eine Rotation um eine Hauptachse macht, was Spezielles ist, aber nichts Unvernünftiges, weil Rotation um eine Zylinderachse, das ist bei jedem Auto der Fall, nicht? Ist ja was Vernünftiges. Ist das verständlich? Okay. Aber jetzt kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt und dann ein schönes Experiment. Nämlich, jetzt wo wir so weit sind, jetzt nützen wir alles aus, was uns zu Gebote steht. Und wir werden jetzt insbesondere auch die kinetische Energie für die Rotation dieses Körpers ausrechnen. Das kennen wir ja schon, nicht? Denn wir haben ja diese kinetische Energie. Allgemein berechnen gelernt. Ich habe es Ihnen zwar nicht im Einzelnen vorgeführt, aber man hat es, man kann es ja im Buch nachlesen. Das ist ein bisschen eine Rechnerei. Man kommt also drauf, dass diese kinetische Energie allgemein gegeben ist als IIJ Omega I Omega J. Also eine Doppelsumme, Schreck. Aber in diesem speziellen Fall, im Hauptachsensystem, was ja nichts ändert an der Größe der kinetischen Energie, die ist, was es ist. Man kann nur ein System wählen, wo man es halt leicht ausrechnen kann. Im Hauptachsensystem, und ein halb habe ich vergessen, im Hauptachsensystem, wo dieses IIJ nur drei Diagonalelemente hat und sonst nichts, und wo das Omega, wenn wir nach wie vor Rotation um eine Hauptachse haben, das schaut also so aus, wird das ganz einfach. Weil da kommt heraus ein halbmal. Und jetzt schauen wir einmal nach. Die Omega I, da gibt es nur ein Omega A und dann 0 und 0. Also wenn I gleich 1 ist, dann ist es Omega A. Nur Omega A ist was. Wenn da irgendeine weitere Komponente dazukommt, ist die sofort 0. Das heißt, es bleibt nur der Fall I 1, 1, Omega 1, Omega 1. I1, 1 ist aber IA und da haben wir Omega A, Omega A. Was bleibt also? Ist ein halb IA mal Omega A Quadrat. Das ist alles, was aus der 3 Doppelsumme überbleibt. Alle anderen werden irgendwie abbotzt und 0. Weil überall kommt da ein Nullfaktor dazu. Nur der bleibt über für ungleich 0. Und Omega A Quadrat ist aber auch gleich Omega A Pfeil zum Quadrat, weil das hat ja nur eine Komponente. Das heißt, das Omega A Quadrat ist auch gleich das Omega A Skalar mit Omega A. Aber da wollte jemand was. Bitte. Jetzt schon. Wir betrachten hier die Rotation um eine Hauptachse. Das ist wie eine feste Achse, aber wir wählen sie speziell als Hauptachse dieses Rotators. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Also es kommt damit heraus, machen wir da jetzt einen Folgepfeil und dann noch einmal T, ist ein halb IA Omega A Pfeilquadrat. Na und andererseits haben wir da unten stehen, L Pfeil ist gleich IA mal Omega A. Das heißt, wir können das umschreiben. Passen Sie auf, wie ich das jetzt umschreibe. Das ist ein halb
und jetzt schreibe ich da hinein L Quadrat durch, nein, so machen wir es. L Pfeil Quadrat durch 2IA. Wieso stimmt das? L Pfeil Quadrat ist IA Quadrat Omega A Quadrat. Wenn ich das durch IA dividiere, habe ich IA Omega A Quadrat und dann noch den 2er da unten. Das ist identisch. Wenn man einfach die Beziehung, dass L gleich IA mal Omega A ist, benutzt. Haben Sie es gesehen? Also ganz einfach. Machen wir das wieder so und schreiben her, das T lässt sich so darstellen. Und damit kommt jetzt eine wichtige Folgerung. Wenn wir ein System mit konstantem Drehimpuls betrachten, was also zum Beispiel der Fall ist, raumfestem Drehimpuls, was der Fall ist, wenn man kein äußeres Drehmoment hat und das also einfach so rotieren lässt, dann wird das L-Quadrat eine Konstante sein. Und dann wird, wann wird denn dann diese kinetische Energie T am kleinsten sein? Um welche Hauptachse muss er sich denn da drehen? Wir haben ja IA, IB und IC zur Verfügung. Um die Achse des größten Trägheitsmomentes, und das ist in unserer Schreibweise das IC. Und dort wird das auch die stabilste Situation sein, weil die energetisch niedrigste ist immer die günstigste. Genauso wie eine Kugel in einen Tau bis an den Tauboden rollt und dort stehen bleibt. Das stabile Fall ist der mit der kleinsten Energie. Das heißt, aufgrund dessen sehen Sie, dass die stabile Rotation, die um die Achse des größten Trägheitsmomentes ist, folgt stabile Rotation um Achse des größten Trägheitsmomentes. Eine Folgerung daraus. Und jetzt kann, da gibt es jetzt schöne Experimente dazu, die Ihnen der Herr Kollege Zirkowitsch gleich vorführen wird. Aber eine Bemerkung möchte ich vorher noch machen. Ich glaube, Sie werden sich erinnern, dass ich gestern so Eisläuferin gespielt habe, da mit diesen Hanteln. Und da haben Sie gesehen, dass wenn ich also die Hanteln anziehe, drehe ich mich viel schneller. Und dann habe ich Ihnen gleich anhand der verschiedenen einfachen Beziehungen gezeigt, wenn ich die Hanteln anziehe, nicht nur, dass ich mich schneller drehe, ich habe auch eine größere kinetische Energie. Und wir sind auch draufgekommen, dass das daher kommt, dass ich Arbeit leisten musste gegen die Fliehkraft, um die Hanteln zu mir zu ziehen. Also, wenn ich die Hanteln zu mir ziehe und damit mein Gesamtträgheitsmoment kleiner wird, weil ich ja bei mir habe die Massen, Summe mr² ist kleiner, weil die r² sind so klein, dann wird die kinetische Energie größer. Wann ist sie also am kleinsten? Wann ich das größtmögliche Trägheitsmoment wähle. Bei der Achse des größten Trägheitsmomentes habe ich die kleinste kinetische Energie. Das ist so, wie es hier herauskommt, eigentlich schon gestern, ich glaube gestern war es, bei dieser Hantelgeschichte herausgekommen. Also das ist konsistent. Und jetzt haben wir hier ein Experiment, das haben die Kollegen vorbereitet, wo man verschiedene symmetrische Körper in Rotation versetzen kann und die machen dann absonderliche, die zeigen absonderliches Verhalten. Wenn ich Sie bitten dürfte, Herr Kollege Zirkowitsch. Ist noch was? Das kann er ja nicht, er kann um eine Achse rotieren. Na, wenn er um zwei Achsen rotiert, heißt das, dass er um eine Achse rotiert, die keine Hauptachse ist. Weil der Gesamtwinkelgeschwindigkeitsvektor dann die Summe der beiden ist. Gut, wie schon gesagt wurde, ich hoffe, das sieht man halbwegs, der Beamer
gibt ein bisschen Zimmerlampe, dürfte zu stecken, aber man sieht es. Wir haben unterschiedlich geformte Rotationskörper, die aber im Motor über einen dünnen Draht aufgehängt sind. Und die werden es versuchen, das schon langsam in Rotation zu bringen und schauen dabei, was das Ding so macht. Interessanterweise, Sie sehen, irgendwann guckt es so rauf und rotiert dann eigentlich um eine komplett andere Achse, das sieht man vielmehr jetzt weg, um eine komplett andere Achse, als es begonnen hat. Es hebt sich damit in dem Fall sogar der Schwerpunkt hinauf. Das ist dem so wichtig, um seine Achse des größten Trägheitsmomentes zu rotieren, dass es sogar das Hinaufheben des eigenen Schwerpunktes in Kauf nimmt. Jetzt kommt es wieder runter, oder wollen wir es wieder langsam? Denn die Achse, wo dieses Ei so rotiert, dass es quer steht, hat natürlich das größere Trägheitsmoment, weil die Massen weiter weg von der Achse sind. Integral r Quadrat dm, erinnern Sie sich? Aber wir haben ja noch andere hübsche Körper, die wir uns da anschauen können. Also ehrlich gesagt nicht. Gut, als nächstes haben wir einfach einen dünnen Zylinder. Wenn wir das gleiche ebenfalls merken. Das ist auch eine Art Zylinder. Ein Zylinder, wo die Höhe viel kleiner ist als der Durchmesser. Geht aber auch. Herr Magister Zirkowitsch, vielen herzlichen Dank. Also was wir aus diesem sehr anschaulichen Experiment schließen können, ist, dass die Körper, wenn sie sich selbst überlassen sind, am liebsten stabil um die Achse des größten Trägheitsmomentes rotieren, weil das mit der kleinsten kinetischen Energie verbunden ist. Ist das verständlich gewesen? Das ist genau das, was da drin steht. Stabile Rotation um Achse des größten Trägheitsmomentes. Und die letzten 10 Minuten möchte ich jetzt aufwenden, um mit Ihnen über die Rotation um freie Achsen und um die Dynamik der Kreiselbewegung zu sprechen. Also, wir sprechen jetzt die letzten paar Minuten über die Dynamik der Kreiselbewegung. Sommerfeld hat darüber ein dickes Buch geschrieben. Das werden wir hier natürlich nicht nachvollziehen. Aber die wichtigsten Aspekte zumindest ansprechen. Na, um diese Dynamik richtig darstellen zu können, braucht man, wie das in der Physik sehr häufig der Fall ist, eine Differentialgleichung, die es dann zu lösen gilt. Eine Bewegungsgleichung. Und das ist, wie schon mehrfach erwähnt, die Gleichung n-Pfeil ist gleich dl-Pfeil nach dt. Das Rotationspendant zum zweiten Newton-Axiom. Denn dort steht f-Pfeil ist gleich dp nach dt. Da haben wir jetzt statt Kraft Drehmoment und statt Impuls Drehimpuls. Und damit man das also entsprechend so lösen kann, dass man auch wirklich was herauskriegen kann, muss man auch hier auf das körperfeste Koordinatensystem transformieren. Also
auf. Na. Körperfestes Koordinatensystem und natürlich wählt man dann wieder das Hauptachsensystem als besonders bevorzugtes körperfestes Koordinatensystem. Und das werden wir hier schon einmal nicht mehr durchführen. Denn wenn man das macht, dann erhält man aus dieser Gleichung die berühmten Eulerschen Kreiselgleichungen. Die werden meistens in Komponentenform aufgeschrieben. Eine für die A-Komponente, eine für die B-Komponente und eine für die C-Komponente. Drei Differentialgleichungen, die miteinander gekoppelt sind. Die kann man durch Transformation auf das körperfeste Hauptachsensystem herleiten. Und damit kann man dann die Rotation beliebiger Körper ausrechnen, um irgendwelche Achsen. Aber wir wollen uns in weiterer Folge beschränken auf symmetrische Kreisel. Sie erinnern sich, das hatten wir schon erklärt, was das heißt. Wenn zwei von den drei Hauptträgheitsmomenten gleich sind, dann sprechen wir von einem symmetrischen Kreisel. Wenn alle drei gleich sind, trivialisiert sich alles. Das ist nicht interessant. Aber zwei Achsen gleich bedeutet ein symmetrischer Kreisel. Also zwei der drei Hauptträgheitsmomente sind gleich. Aber das habe ich eh schon gesagt. Und da gibt es jetzt drei wichtige Achsen. Beziehungsweise Achsenrichtungen, die man sich immer am besten dargestellt denkt, mit den Fußpunkten im Schwerpunkt dieses Körpers. Weil man immer gesagt, um den rotiert er immer, um seinen Schwerpunkt. Weil wir haben ja keine Translationen. Eine Achse ist natürlich die Drehimpulsachse. L-Pfeil, was ist an der so wichtig? Wenn kein äußeres Drehmoment wirkt, dann ist N gleich 0 und dL nach dt gleich 0 und L konstant. Das heißt, da hat man mit dieser Drehimpulsachse eine raumfeste Achse, um das alles dann irgendwie herum sich drehen muss. Dann gibt es natürlich zweitens die Drehachse, die durch den Winkelgeschwindigkeitsvektor Omega charakterisiert ist. Und Sie wissen ja, dass der Vektor Omega-Pfeil immer parallel zur Drehachse liegt. Und dann, weil er symmetrisch ist, dieser Kreisel, gibt es als dritte Figurenachse. Das ist eine Achse durch die Symmetrielinie dieses symmetrischen Kreisels. Nur durch seine Symmetrieachse. Eine Symmetrieachse muss er ja haben. Dort, wo man das eine von den drei Trägheitsmomenten hat, die anderen zwei sind dann gleich. Also wie das beim Zylinder zum Beispiel die Zylinderachse wäre. Also wenn kein äußeres Drehmoment ist, dann ist dieses L-Pfeil konstant, sonst aber nicht. Jetzt gibt es einen speziellen Fall, und zwar den, wenn alle Achsen parallel zueinander sind. Alle Achsen parallel zueinander. Die Drehimpulsachse, die Drehachse und die Figurenachse. So
Sowas kann man bei einem kräftefreien Kreisel, wie zum Beispiel da bei diesem luftgetragenen Kreisel, sehr leicht herstellen. Diese Achse ist seine Figurenachse. Und wenn ich den jetzt in Gang setze, und zwar so, dass eben die Drehachse, die Drehimpulsachse und die Figurenachse alle zusammenfallen, dann sehen Sie hier eine stabile Rotation. Und nichts anderes passiert, das bleibt auf alle Zeiten da, bis uns einmal da die Luft von diesem Luftpolster ausgeht, gleich. Wichtig ist, dass das gut ausgewogen ist, war es jetzt noch nicht. So ist er circa ausgewogen, dann bleibt das wirklich so stehen, weil kein äußeres Drehmoment vorhanden ist. Stabile Rotation. Alle Achsen, alle drei, parallel zueinander. Aber je nach Anfangsbedingungen braucht das nicht so zu sein. Wenn man den bei den Anfangsbedingungen da eine andere Bedingung setzt, dann zeigt sich, dass jetzt die Figurenachse rund um die raumfeste Drehimpulsachse sich herumdreht. Durch Lösung der Kreiselgleichungen kann man nämlich zeigen, und das sage ich jetzt, kann man zeigen, was ich eigentlich nicht oft sage, aber das ist doch ein bisschen komplizierter. Also, man kann zeigen, dass allgemein zwei Winkel immer gleich sind. Und zwar der zwischen Figurenachse und Drehimpulsachse. Figurenachse, Drehimpulsachse bleibt immer konstant. Und der Winkel zwischen Figurenachse und Rotationsachse bleibt auch immer konstant. Also, dass der Winkel da zur Drehimpulsachse konstant bleibt, das sehen Sie, dass das sozusagen auf einem Kegel herumläuft, immer mit konstantem Winkel. Die konkrete Drehachse können Sie hier nicht erkennen. Dieser Vorgang der Rotation ohne äußeres Drehmoment, aber wo diese drei Achsen hier nicht alle parallel zueinander sind, das nennen wir die Nutation des Kreisels. Nutation ist eine Rotationsbewegung, wo diese drei Achsen nicht zusammenfallen. Das ist der Gegensatz zur stabilen Rotation. Und wenn diese zwei Winkel immer konstant bleiben, dann bedeutet das, dass wenn Sie zum Beispiel sich hier denken, das ist die Achse des Drehimpulses, der ja raumfest bleibt, weil wir kein äußeres Drehmoment haben. Also spezieller Fall, alle Achsen parallel zueinander und n Pfeil gleich 0 jetzt in dem Fall. Stabile Rotation um eine raumfeste Drehimpulsachse. Die ist raumfest. Und man kann sich das jetzt so darstellen, dass man hier einerseits einen an dieser raumfesten Achse befestigten sogenannten Rastpolkegel betrachtet, an dem jetzt ein zweiter Kegel, der sogenannte Gangpolkegel, abrollt. Der bleibt raumfest, der rotiert mit dem starren Körper. Das ist die Drehimpulsachse,
das ist die Figurenachse. Die Symmetrieachse des starren Körpers, also da das Stangl, was da rausschaut. Und diese Verbindungserzeugende, wo die beiden einander gerade berühren, das ist die Drehachse Omega-Pfeil. Weil nachdem der Raum fest ist, ist im Moment des Abrollens diese Achse eine Achse, wo es keine Bewegung gibt. Sie sehen also, der Winkel zwischen Figurenachse und Omega bleibt hier immer konstant und der Winkel zwischen Figurenachse und L bleibt immer konstant. Figurenachse und Drehimpulsachse, das ist der Winkel. Und Figurenachse und Rotationsachse, der Winkel, bleiben in dieser Darstellung immer konstant. Und dieser Gangpolkegel rollt dann dem raumfesten Rastpolkegel ab. Der Gangpolkegel ist verankert in dem starren Körper. Das ist genau das, was man dort beobachtet, dass dann während der abrollt, diese Figurenachse dann wieder entlang eines derartigen Kegels rundum läuft. Und das ist die Nutationsbewegung. Ich weiß, ich habe jetzt böse überzogen, und muss noch dazu zugeben, dass ich Sie jetzt morgen noch einmal, aber nur kurz, mit der Kreiselbewegung befassen werde, weil bis jetzt haben wir bei diesem allgemeinen Kreisel nur den Fall betrachtet, wo das äußere Drehmoment gleich Null ist. Selbst da haben Sie hier schon in den allgemeinen Bewegungen eine Nutation, eine relativ komplizierte Bewegung. Morgen werden wir uns dann kurz zum Abschluss noch die Rotation unter dem Einfluss eines äußeren Momentes unter die Lupe nehmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.